3. Oktober 1910. An diesem Tag findet in Mailand der Milano Circuito Aero Internationale, ein internationales Luftfahrttreffen, seinen Abschluss. Dieser Tag sollte allerdings auch als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem der weltweit erste Zusammenstoß zweier Flugzeuge in der Luft, eine sogenannte Mid-Air Collision, stattfand. Nach einer für die Luftfahrtbegeisterten der damaligen Zeit recht erfüllenden Woche in Mailand stiegen auch am letzten Tag der Veranstaltung wieder einige Piloten mit ihren Maschinen in die Luft. So auch der Franzose René Thomas und der Engländer Bertram Dixon. Sie sollten die Ersten sein, die zu spüren bekommen, dass Systeme zur Kollisionsvermeidung auch im scheinbar unbegrenzten Raum des Himmels durchaus vonnöten sind. Thomas, zuvor mit großer Geschwindigkeit in großer Höhe fliegend, setzte zu einem schnellen Sinkflug an. Seine Sicht nach unten war begrenzt, Motorlärm und Wind machten das Hören unmöglich. Dixon, der währenddessen langsam in niedriger Höhe flog, war für den Franzosen, der nur auf seine eigenen Beobachtungen angewiesen war, nicht zu erkennen. Bevor er sich der Präsenz des Briten überhaupt bewusst war, kollidierte er von oben mit dessen Maschine und beide stürzten verkeilt zu Boden. So groß der Schock für alle Umstehenden auch war, beide Piloten überlebten den Unfall glücklicherweise. Dixon erlitt jedoch schwere innere Verletzungen und konnte danach nie wieder fliegen. Die erste tödliche Mid-Air Collision fand am 19. Juni 1912 in Douai in Frankreich statt. Die beiden Militärpiloten Kapitän Marcel Dubois und Leutnant Albert Pignin stießen mit ihren Flugzeugen zusammen. Beide starben bei diesem Vorfall. Der Unfall, der vor allem in Amerika letztendlich den Schub zur Entwicklung von Kollisionsvermeidungssystemen gab, fand am 30. Juni 1956 über dem Grand Canyon statt. Es handelte sich um einen Zusammenstoß zwischen zwei Linienflugzeugen, einer Douglas DC-7 der United Airlines und einer Lockheed L-1049 Super Constellation der Transworld Airlines. Bewölkung erschwerte die Erkennung des anderen Flugzeugs und das bis dahin veraltete und unzureichende System der Flugsicherung spielte ebenfalls eine Rolle. Die Piloten erkannten die Gefahr durch das andere Flugzeug zu spät und es kam zu einem Unfall, bei dem alle 128 beteiligten Personen den Tod fanden. Zum ersten Mal wurde deutlich, dass auch bei der damals recht niedrigen Luftverkehrsdichte ein System zur Unterstützung der Piloten bei der Kollisionsvermeidung unabdingbar ist, wenn man nicht erneut ein solches Unglück erleben wollte. Gegenüber den Zeiten, in denen der Grand Canyon Crash stattfand, ist die Luftverkehrsdichte deutlich gewachsen. Zwischen 1980 und 2000 haben sich sowohl die Anzahl der Flüge als auch die Anzahl der im Betrieb befindlichen Flugzeuge mehr als verdoppelt. Luftverkehrsstraßen werden immer dichter beflogen, Lufträume werden unübersichtlicher, die Anzahl der Menschen in einem Flugzeug und damit die Anzahl der sicher zu transportierenden Personen immer größer. Auch die zurückgelegten Strecken werden heute immer länger, was eine größere Beanspruchung des Piloten bedeutet. Im Jahr 2011 wurden allein in den USA in über 10 Millionen Flügen 800 Millionen Passagiere befördert. Derartige Zahlen lassen keinen Zweifel daran, dass die internationalen Lufträume einer gut strukturierten Organisation bedürfen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auch zum Beispiel auf Flugplätzen liegen, da diese wahre Ballungsräume des Luftverkehrs sind. Bei einer derartigen Zunahme an Flügen und Flugstunden scheint es nur logisch, wenn auch die Unfallraten in Bezug auf Mid-Air Collisions entsprechend gestiegen wären. Ein dichterer Luftraum erhöht schließlich die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes. Glücklicherweise ist dem nicht so. Während im Jahr 1980 in den USA 568 gefährliche Annäherungen, 118 davon kritisch, gemeldet wurden, beträgt die Zahl 2012 insgesamt nur 85, 12 davon kritisch. Wie kann es also sein, dass trotz der enormen Steigerung der Verkehrsdichte insgesamt ein fast ebenso beeindruckender Rückgang der Unfallzahlen stattfand und stattfindet? Die Antwort darauf liegt in den heute weit fortgeschrittenen Flugsicherungs- und Kollisionsvermeidungssystemen. Die Prinzipien, die dabei angewendet werden, haben eine lange Entwicklung hinter sich. In den Anfängen der Luftfahrt waren die Flugzeuge noch sehr langsam und konnten keine großen Höhen erreichen. Der Luftraum außerhalb von Luftfahrtveranstaltungen war noch leer. Tatsächlich war es überhaupt unwahrscheinlich, ein anderes Flugzeug anzutreffen. Die Flugzeuge hatten offene Cockpits und waren allgemein schlechtwetteruntauglich, sodass man sich meist aufs Fliegen bei klarer Sicht und gutem Wetter beschränkte. In diesen Zeiten und auch noch einige Zeit später wurde zur Vermeidung von Kollisionen das See-and-Avoid-Prinzip, zu Deutsch Sehen und Vermeiden oder Erkennen und Vermeiden, angewandt. Einerseits war die Technologie für ein ausgefeiltes System noch nicht vorhanden, andererseits war ein erweitertes System im normalen Luftraum auch noch nicht unbedingt vonnöten. Das änderte sich jedoch im Laufe der Zeit. Die Flugzeuge wurden schneller, die Sicht aus dem Cockpit eingeschränkter, der Luftraum dichter.
Nach und nach stieß das See-and-Avoid-Prinzip an seine Grenzen. Aufgrund der schnelleren Flugzeuge wurde den Piloten eine immer schnellere Reaktion abverlangt und es wurde schwieriger, Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Linienflüge führten zu einer längeren Belastung von Piloten, die sich durch Übermüdung dann nicht mehr ausreichend konzentrieren konnten. Dies erfordert eine Unterstützung des Piloten durch ein entsprechendes System. Der nächste Schritt war also die Entwicklung eines Flugsicherungssystems mit Hilfe von Radar- und Funksystemen. Angefangen in den 30er Jahren, in denen erste Tower an Flughäfen entstanden, um Starts und Landungen zu koordinieren, entwickelte sich das System weiter. Es wurden Funkverbindungen zwischen den einzelnen Flugzeugen geschaffen und Regeln zur Kontaktmeldung aufgestellt. Außerdem wurden auch Bereiche abseits der Flughäfen kontrolliert und Flugzeuge auf bestimmte Höhen und Kurse angewiesen, um Annäherungen zu vermeiden. Dies geschah jedoch noch ohne Radar und Positionsbestimmungen richteten sich nach Landmarken und Berechnungen. Das Radar wurde während des Zweiten Weltkriegs entwickelt, zwar nicht zu Flugsicherungszwecken, sondern zur Bomberabwehr, es wurde dann aber auch in die Flugsicherung integriert. Somit war es erstmals möglich, die Position von Flugzeugen vom Boden aus genau zu bestimmen. Die Air Traffic Controller waren nun in der Lage, die tatsächliche Entfernung von verschiedenen Flugzeugen zu erkennen und so Gefahren zu vermeiden. Doch auch dieses System drohte an der immer weiter steigenden Zahl von Flugzeugen im Himmel zu scheitern. Bei der gegebenen Menge an zu kontrollierenden Flugzeugen für jeden Controller können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der Arbeitsplatz im Flugsicherungszentrum wird immer stressiger, Fehler können häufiger werden. Diese Entwicklung führt uns also schließlich zur modernsten Form der Kollisionsvermeidung. Selbstständig arbeitende Systeme, die vom Boden aus oder direkt aus dem Flugzeug gefährliche Situationen erkennen können und gegebenenfalls Ausweichkurse vorgeben. Diese Rolle wird heute von Systemen wie TCAS für große Flugzeuge oder FLAM für Segel- und Kleinflugzeuge übernommen. Beide Systeme tragen enorm zur Entlastung von Piloten und Controllern sowie zur Sicherung des Luftraums bei. Angetrieben von Unfällen wie dem Grand Canyon Crash beschäftigten sich ab den 1960er Jahren diverse amerikanische Unternehmen mit der Entwicklung eines zuverlässigen Antikollisionssystems. Diese Entwicklungen führten über das Beacon Collision Avoidance System oder auch BCAS schließlich zum durch die Federal Aviation Administration implementierten TCAS-System. TCAS, kurz für Traffic Collision Avoidance System, ist heute Pflicht für die kommerzielle Luftfahrt auf fast der ganzen Welt, und das nicht umsonst. Das TCAS-System überwacht den Luftraum rund um das eigene Flugzeug und hat dabei die Aufgabe, Annäherungswarnungen auszugeben und ab Version 2 auch Ausweichkurse zu empfehlen. Dabei ist es völlig unabhängig von bodengestützten Einrichtungen wie zum Beispiel der Luftverkehrskontrolle und dem Bodenradar. Die Informationen über andere Flugzeuge werden ausschließlich über Transponder empfangen. Es gibt zwei Versionen des Systems, TCAS 1 und 2. Für große Flugzeuge, wie zum Beispiel solche mit über 30 Insassen, ist Version 2 im amerikanischen, europäischen und in einigen anderen Lufträumen vorgeschrieben. Der Aufbau des Systems gliedert sich in mehrere Einheiten. Der zentrale Teil besteht aus dem TCAS-Computer. Dieser übernimmt die Überwachung des Luftraums und das Beobachten von Eindringlingen in den nahen Luftraum um das eigene Flugzeug. Zudem überwacht er Radar bzw. Druckhöhe und Flugrichtung des Flugzeugs, um mögliche Konflikte zu bemerken. Aus diesen Werten und gegebenenfalls nach Abstimmung mit den Daten des anderen Flugzeugs erzeugt er dann im Ernstfall eine sogenannte Resolution Advisory, also eine Ausweichanweisung. Der Empfang der Informationen über andere Flugzeuge und auch das Aussenden der eigenen Daten erfolgt durch den Mode-S-Transponder. Dieser übernimmt die Kommunikation mit anderen Transpondern und weist dem eigenen Flugzeug zudem eine eindeutige 24-Bit-Adresse zu, sodass dieses zweifelsfrei identifizierbar ist. Dazu kommen im Cockpit die Resolution Advisory und Traffic Advisory Displays, die beide häufig in die Multifunktionsdisplays moderner Flugzeuge integriert sind. Ersteres zeigt bei kritischer Annäherung die Ausweichrichtung in Form einer Sink- oder Steigrate zur sicheren Auflösung der Gefahrensituation an. Diese wird dann im künstlichen Horizont angezeigt und zudem durch eine Audiowarnung zum Ausdruck gebracht. Das zweite Display dient der Übersicht über den umliegenden Luftverkehr.
Es stellt erkannte Flugzeuge in einer Entfernung bis etwa 30 nautische Meilen dar und hilft dem Piloten bei der visuellen Erkennung nahen Verkehrs. Die Anzeige der Kontakte geht mit einer visuellen Klassifizierung in annähernden Verkehr, Traffic Advisory und Resolution Advisory einher. Zum Senden und Empfangen besitzt das System zwei Antennen, jeweils eine auf Rumpfober- und Unterseite. Diese versenden Anfragen auf einer Frequenz von 1030 MHz und empfangen Antworten auf 1090 MHz. Ein wichtiger Punkt in der Funktionsweise des Systems besteht darin, dass zur Berechnung von möglichen Konflikten nicht bloß die Entfernung verwendet wird, sondern die Annäherungsrate der ausschlaggebende Faktor ist. Die stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten beteiligter Flugzeuge könnten entweder bei hoher Geschwindigkeit die Reaktionszeit viel zu kurz machen oder bei langsamer Annäherung unnötige Warnungen aussprechen, wenn eine solche nur auf Basis der Entfernung berechnet würde. ECRS ist jedoch so ausgelegt, dass eine Traffic Advisory oder Resolution Advisory immer in einem bestimmten Zeitabstand zum vorausberechneten Punkt der größten Annäherung erfolgt. Vertikal gibt es dabei allerdings einen festen Höhenunterschied zum Flugzeug, der unterschritten werden muss, um als Gefahr betrachtet zu werden. Um Daten wie Annäherungsgeschwindigkeit und Höhe zu ermitteln, sendet das eigene System per Transponder bis zu einmal pro Sekunde Anfragen an alle umgebenden Flugzeuge. Die Anfragerate hängt von der Entfernung und Annäherung ab. Entfernte Flugzeuge werden nur alle 5 Sekunden abgefragt, nahe öfter. Diese empfangen die Anfrage und antworten mit ihren jeweiligen Daten. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt. Aus den Zeitabständen der Antworten und den zugehörigen Werten berechnet das TCRS-System dann die benötigten Informationen. Zur Erzeugung einer Traffic Advisory muss sich der Konflikt bei einer beispielhaften Situation im Geradeausflug auf etwa 10.000 Fuß innerhalb eines vertikalen Fensters von 850 Fuß über oder unter dem eigenen Flugzeug befinden. Wenn die Zeit bis zum Punkt größter Annäherung dann auf ca. 40 Sekunden fällt, erzeugt das System die Verkehrswarnung. Dieser Zeitabstand entspricht typischerweise einer Entfernung von 3,3 nautischen Meilen. Ein Ausweichen wird hierbei noch nicht empfohlen. Damit eine Resolution Advisory in Betracht kommt, darf der Höhenunterschied höchstens 600 Fuß betragen. Eine größte Annäherung in unter 25 Sekunden, üblicherweise etwa 2,1 nautische Meilen, würde dann zum Aussprechen der Resolution Advisory führen. Natürlich sind diese Werte stark situationsabhängig. Generell ist die Berechnung so ausgelegt, dass alle möglichen Flugwege der beiden in Konflikt stehenden Maschinen in Betracht gezogen werden. Sollten diese kurzfristig zu einer gefährlichen Situation führen können, werden entsprechende Warnungen erzeugt. Der momentan gängige TCRS-2-Standard ist dabei nur fähig, vertikale Ausweichmanöver vorzugeben. Daher ist es dem System auch nur dann möglich, ein Manöver anzugeben, wenn die Höhe beider Flugzeuge bekannt ist. Übermittelt einer der Betroffenen seine Höhe nicht, ist eine Resolution Advisory nicht möglich. Vorher muss allerdings noch festgestellt werden, in welche Richtung ausgewichen werden soll. Dafür modelliert das eigene TCRS-System den wahrscheinlichsten Flugweg des Eindringlings anhand der empfangenen Daten, vom aktuellen Standort bis hin zur größten Annäherung. Danach berechnet es ein Ausweichen sowohl nach oben als auch nach unten. Je nachdem, welche Richtung zum Zeitpunkt des kürzesten Abstands die größte vertikale Separation schafft, wird ausgewählt. Befindet man sich bereits im Steig- oder Sinkflug, entscheidet der Algorithmus dementsprechend, ob Steig- oder Sinkrate gegebenenfalls erhöht oder verringert werden müssen. Zusätzlich wird die Richtung bevorzugt, die ein Kreuzen der Flughöhe des anderen verhindert. Im Voraus können dem System auch bestimmte Begrenzungen vorgegeben werden. So kann zum Beispiel die maximale Steigrate des eigenen Flugzeugs mit der Anweisung zum Steigen in Konflikt stehen. Das System darf eine solche Anweisung also nicht in Betracht ziehen. Soweit das andere Flugzeug ebenfalls mit TCRS-2 ausgerüstet ist, werden die Advisories miteinander abgestimmt, sodass kein Ausweichen in dieselbe Richtung erfolgt. TCRS überprüft vor dem Erstellen des Ausweichpfades, ob es bereits Informationen über die Resolution Advisory des Konfliktgegners erhalten hat. Anweisungen, die eine Separation in diesem Fall verhindern, würden dann nicht mehr in Betracht gezogen. Wenn beide gleichzeitig eine Resolution Advisory berechnen, wird die Priorität anhand der eindeutigen Identifizierungsnummer des Transponders geregelt. Sollte ein Ausweichen in die gleiche Richtung trotzdem vorkommen, weil zum Beispiel der Pilot einer Maschine der Resolution Advisory nicht folgt, dann ist das System fähig, die Situation dynamisch neu zu berechnen. Dies beinhaltet entweder ein Ändern der Steig- oder Sinkrate oder ein völliges Umdrehen der Anweisung.
Die Anweisung wird dann letztendlich visuell und durch festgelegte Audiosignale zum Ausdruck gebracht. Traffic, traffic. Descend, crossing, descend. Climb, climb now. Sobald die Situation geklärt ist, verschwindet die visuelle Anweisung und das System meldet Clear of Conflict. Ein System wie TCAS, das selbstständige Ausweichkurse vorgibt und damit den Flugweg des Flugzeugs ändert, läuft natürlich Gefahr, mit den Anweisungen der Flugsicherung in Konflikt zu geraten. Auch könnte der Pilot der Meinung sein, dem System sei ein Fehler unterlaufen oder er habe eine bessere Möglichkeit zur Auflösung des Konflikts erkannt. Solche Situationen können große Gefahren darstellen. Nicht koordinierte Ausweichmanöver können im schlimmsten Fall direkt zu einer Mid-Air-Collision führen. Ein tragisches Beispiel hierfür ist der Zusammenstoß einer Tupolev Tu-154M und einer Boeing 757-200 über Überlingen im Jahr 2002. In beiden Maschinen erkannte das TCAS die Situation und auch der zuständige Fluglotse wurde noch auf die Gefahr aufmerksam. Er wies die Tupolev an zu sinken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotz entgegengesetzter Anweisung des TCAS folgte die Tupolev-Besatzung der Vorgabe des Lotsen und ging in den Sinkflug. Gleichzeitig wies das TCAS die Boeing in Koordination mit der Steigeinweisung des anderen Flugzeugs zum Sinken an. Der Fehler wurde erst Sekunden vor der Kollision erkannt, ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Um 23.35 Uhr kollidierten die beiden Maschinen. Neben TCAS, das heutzutage beinahe überall Standard ist, erfreut sich ein vergleichsweise junges System namens ADS-B zunehmender Beliebtheit. ADS-B steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast, was so viel heißt wie automatische bordabhängige Überwachung. Im Gegensatz zu TCAS, was auf Sekundärradar basiert, verwendet ADS-B satellitengestützte Positionsbestimmung, wie zum Beispiel GPS. Ein mit ADS-B ausgestattetes Flugzeug ermittelt dabei via GPS seine eigene Position und Höhe und sendet diese Daten zusammen mit Zusatzinformationen wie Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung über eine digitale Funkverbindung aus. Andere mit ADS-B ausgestatteten Flugzeuge können diese Informationen empfangen und mit ihren eigenen GPS-Daten vergleichen, um mögliche Kollisionen zu erkennen. ADS-B wird auch von der Flugsicherung eingesetzt, um die vom Radar erhaltenen Daten zu ergänzen. Die von ADS-B erhaltenen Daten sind im Allgemeinen präziser und umfangreicher als die von Radar und Sekundärradar. Außerdem sind ADS-B-Geräte meist kostengünstiger, kleiner und leichter als Radaranlagen und TCAS-Systeme. Dadurch ist es zum einen möglich, Flugzeuge auch in Gebieten zu überwachen, in denen es kein flächendeckendes Bodenradar gibt. Zum anderen ist durch ADS-B auch ein Kollisionsschutz für kleinere Flugzeuge möglich, bei denen TCAS nicht vorgeschrieben und rentabel ist. Größter Nachteil von ADS-B ist es jedoch, dass alle Flugzeuge mit einem ADS-B-Sender ausgestattet sein müssten, um vollständigen Kollisionsschutz zu bieten. Ein Flugzeug ohne ADS-B-Sender ist für andere ADS-B-Empfänger unsichtbar. Bei TCAS reicht es dagegen schon aus, wenn das andere Flugzeug einen Transponder mit sich führt, was bis auf bei Segelflugzeugen und Drachenfliegern heutzutage beinahe überall Pflicht ist. Außerdem zeigt es sich in der Praxis, dass ADS-B für Flugzeuge, bei denen kein TCAS vorgeschrieben ist, nach wie vor zu teuer ist, als dass sich ein Einbau lohnen würde. Daher wird ADS-B zurzeit überwiegend als Ergänzung zum klassischen TCAS-System in Airlinern verwendet. Aufgrund des großen Potenzials soll es jedoch in der EU ab 2017 Pflicht für alle Flugzeuge über 5,7 Tonnen sein, einen ADS-B-Sender mit sich zu führen. Während die zuvor genannten Systeme in der kommerziellen Luftfahrt den Durchbruch bei der Kollisionsvermeidung brachten, blieb die Zivilluftfahrt von dieser Revolution zunächst unberührt. Zu teuer und zu groß waren die Geräte für gewöhnliche Klein- und Segelflugzeuge. Insbesondere bei Segelflugzeugen war zudem die hohe Leistungsaufnahme der Geräte ein Problem, da sie mangels Motor bzw. Generator auf Akkus angewiesen sind. Auch die Algorithmen, die in ADS-B-Geräten die Kollisionsgefahr berechnen, war für die eher unkontrolliert erscheinenden Flugprofile von Kleinflugzeugen ungeeignet. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Kleinflugzeugen, die durch ihre markante Form, farbige Lackierung und Antikollisionslichter noch relativ gut sichtbar sind, sind Segelflugzeuge am Himmel oft nahezu unsichtbar. Die Art der Fortbewegung verlangt es, möglichst schlanke, stromlinienförmige Rümpfe und Flügelprofile zu verwenden.
Aufgrund der Materialeigenschaften des im Segelflugzeugbau häufig verwendeten GFK ist es zudem notwendig, Segelflugzeuge komplett oder zumindest zum Großteil weiß zu lackieren, um zu verhindern, dass sich die Oberfläche zu stark aufheizt. Diese Lackierung macht die Flugzeuge jedoch vor allem bei nebligem Wetter oder vor Wolkenhintergrund praktisch unsichtbar. Wegen der zuvor genannten Problematik mit der Stromversorgung ist es bei Segelflugzeugen auch nicht möglich, Antikollisionslichter am Rumpf oder an Tragflächen einzusetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass Segelflugzeuge oft in hoher Dichte auf geringem Raum auftreten. Besonders bei Thermal Hotspots, also Gegenden, in denen häufig gute Aufwinde herrschen, trifft man an guten Tagen im Minutentakt andere Segelflugzeuge. Relativgeschwindigkeiten von bis zu 400 km/h zueinander machen ein rechtzeitiges Erkennen und Ausweichen zu echten Herausforderungen. So ist es nicht verwunderlich, dass jeder dritte tödliche Unfall im Segelflug auf eine Mid-Air-Collision zurückzuführen ist. Aus diesem Grund beschlossen im Jahr 2001 eine Gruppe Schweizer Segelflieger ein für die Bedürfnisse von Segelfliegern zugeschnittenes Kollisionswarngerät zu entwickeln, FLARM. Das Prinzip entspricht dabei dem von ADS-B. Die eigenen Positionsdaten werden via GPS bestimmt und anschließend an alle anderen Stationen in Reichweite gesendet. Dabei verwendet FLARM im Gegensatz zu den kommerziellen Versionen von ADS-B freie Frequenzen sowie handelsübliche Elektronik, was die Kosten senkt. Außerdem benötigt FLARM unter 1 Watt Leistung und ist lediglich so groß wie eine Zigarettenschachtel, wodurch es sich hervorragend zum Einbau in Segelflugzeuge eignet. Besonderes Augenmerk wurde bei FLARM auf die Algorithmen zur Kollisionsvorhersage gelegt. Im Segelflug geschieht es häufig, dass eine Vielzahl von Segelflugzeugen eng beieinander im selben Aufwind kreisen. Ein System, das lediglich auf den Abstand zweier Flugzeuge reagieren würde, würde hier fälschlicherweise permanent Alarm schlagen. Es ist also wichtig, nicht nur die Position, sondern auch den aktuellen und den möglichen Flugweg zu betrachten und dabei zu entscheiden, ob eine mögliche Kollision droht. Dem Pilot wird durch mehrere auf einem Kreis angeordneten LEDs mitgeteilt, in welcher Richtung sich das Hindernis befindet und durch 2 weitere LEDs, ob es über oder unter der eigenen Flughöhe ist. Außerdem ertönt ein Warnton, um den Pilot auf das Hindernis aufmerksam zu machen. Somit kann der Pilot gezielt den Himmel nach dem Objekt absuchen und gegebenenfalls reagieren. Das FLARM-System unterscheidet bei den Warnungen zwischen verschiedenen Stufen, die sich sowohl optisch als auch akustisch unterscheiden und dem Pilot suggerieren, wie akut die Gefahr ist. Neben anderen Flugzeugen warnt FLARM im Gebirge auch vor Hindernissen am Boden, wie zum Beispiel hohe Sendemasten oder Liftseilen. Die folgende Videosequenz zeigt exemplarisch solch eine Warnung. Der Pilot fliegt beim Landeanflug auf einen Berg mit Strommasten zu, weshalb das FLARM-System eine Kollisionswarnung ausgibt. Um das Gerät für Segelflieger attraktiver zu machen, bietet FLARM zudem die Möglichkeit, den Flugweg in einer sogenannten IGC-Datei aufzuzeichnen. Diese Dateien belegen die erbrachte Flugleistung und können zum Zwecke dezentraler Wettbewerbe im Internet hochgeladen werden. Ohne FLARM müsste ein Segelflieger dazu ein separates Gerät mit sich führen. Ein interessanter Nebenaspekt dabei ist, dass FLARM aufgrund seiner Telemetriefähigkeiten neben dem eigenen Flugweg auch Funkkontakte mit anderen FLARM-Geräten in solch einem IGC-File festhalten kann. Dies kann zum einen benutzt werden, um die Reichweite des Empfängers rund um das Flugzeug zu ermitteln und somit eventuelle, durch falschen Einbau bedingte Abschirmungen in bestimmte Richtungen zu ermitteln. Zum anderen können diese Daten zur Unterstützung von Search-and-Rescue-Missionen verwendet werden. Dazu werden die IGC-Files von anderen Segelflugzeugen, die an diesem Tag in derselben Gegend wie das vermisste Flugzeug unterwegs waren, auf die ID dessen FLARM-Geräts untersucht. Somit lässt sich der ungefähre Flugweg des vermissten Flugzeugs zurückverfolgen. Diese Methode ist umso genauer, je mehr Kontakte mit dem FLARM des verunglückten Flugzeugs aufgezeichnet werden konnten, wodurch es sich besonders zur Verwendung bei zentralen Wettbewerben, in denen sehr viele Flugzeuge eine ähnliche Strecke fliegen, eignet. In den bisher 3 bekannten Fällen, in denen dieses Verfahren erfolgreich angewendet wurde,
konnte so innerhalb nur einer Stunde nach Erhalt der IGC-Dateien die Position des letzten Kontakts bestimmt und somit die jeweils nur wenige hundert Meter von dieser Position entfernten verunglückten Flugzeuge gefunden werden. Bei einigen weiteren Versuchen konnte anhand der Daten zumindest das Suchgebiet eingeschränkt werden. Trotz all der Vorteile, die FLAM bietet, besitzt das System auch einige Nachteile. Die größte Schwachstelle ist, dass FLAM genau wie ADS-B nur funktioniert, wenn beide sich annähernde Flugzeuge mit einem FLAM-Gerät ausgerüstet sind. Zwar ist dieses System inzwischen bei Segelflugzeugen stark verbreitet, bei motorisierten Flugzeugen ist es jedoch eher die Ausnahme. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass FLAM, wie bereits zuvor erwähnt, handelsübliche Elektronik verwendet, um die Geräte für jeden erschwinglich zu machen. Dies führt jedoch dazu, dass FLAM-Geräte gegenüber Antikollisionssystemen aus der kommerziellen Luftfahrt eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit haben. Besonders gefährlich ist solch ein Ausfall, wenn er über längere Zeit unbemerkt bleibt. Fällt beispielsweise nur der Sender, nicht jedoch der Empfänger des Geräts aus, könnte sich der Pilot in falscher Sicherheit wiegen. Schließlich erscheint seine Anzeige korrekt. Für andere FLAM-Einheiten wäre er jedoch trotzdem unsichtbar, was das Risiko einer Kollision deutlich erhöht. Aus diesem Grund und aufgrund der mangelnden Präzision handelsüblicher GPS-Empfänger ist es auch undenkbar, dass FLAM automatische Ausweichempfehlungen wie etwa bei TCS-Geräten generieren lässt. FLAM dient also, wie bereits zuvor erwähnt, lediglich als Hilfe, andere Flugzeuge zu sehen. Ein mögliches Ausweichmanöver kann und soll erst nach Sichtkontakt mit dem anderen Flugzeug erfolgen, da ein Ausweichmanöver auf gut Glück nach erfolgter Warnung die Kollisionswahrscheinlichkeit sogar erhöhen kann. Bei ungünstigen Sicht- und Wetterverhältnissen kann es jedoch trotz der groben Richtung, die einem das FLAM-Gerät anzeigt, schwer sein, das andere Flugzeug zu sichten. Trotz dieser Schwächen ist FLAM eines der besten und vor allen Dingen erschwinglichsten Kollisionswarngeräte, das für die allgemeine Luftfahrt verfügbar ist und unter der Voraussetzung, dass das herkömmliche See and Avoid nicht vernachlässigt wird, eine sinnvolle Ergänzung in jedem Cockpit. An einigen der zuvor genannten Probleme wurde auch bereits gearbeitet. So ist zum Beispiel seit 2010 ein Gerät namens PowerFLAM verfügbar, das neben den herkömmlichen FLAM-Funktionen auch passives TCAS und ADS-B bietet. Somit können nicht nur andere mit FLAM ausgerüstete Flugzeuge angezeigt werden, sondern auch jene, die einen Mode S, Mode AC oder ADS-B-Transponder mit sich führen. Da in Deutschland für die meisten motorisierten Flüge Transponderpflicht herrscht, deckt PowerFLAM also einen Großteil der potenziellen Kollisionspartner ab. Bei der Entwicklung von PowerFLAM lag anders als beim herkömmlichen FLAM das Augenmerk nicht mehr ausschließlich beim Segelflug, weshalb sich PowerFLAM auch großer Beliebtheit bei Motorfliegern erfreut. Einem anderen Problem, nämlich der schlechten Sichtbarkeit anderer Segelflugzeuge trotz erfolgter FLAM-Warnung, haben sich eine Gruppe von Segelfliegern der LSG Kesselweyer Hilden und der LSG Erbslö Langenfeld verschrieben. Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist es für Segelflugzeuge aufgrund des hohen Stromverbrauchs nicht möglich, ein permanent blinkendes Anti-Collision Light zu betreiben. Ein permanent blinkendes Licht ist jedoch auch gar nicht nötig. Es würde genügen, wenn das Licht sich bei drohender Gefahr aktiviert, um das Flugzeug somit kurzfristig besser sichtbar zu machen. Ist die Gefahr vorbei, könnte sich das Licht wieder deaktivieren. So entstand die Idee, ein Antikollisionslicht zu entwickeln, das mit dem FLAM-Gerät des Flugzeugs gekoppelt wird und nur blinkt, wenn FLAM eine Gefahr erkennt. In der folgenden Videosequenz wird zum einen die Funktionsweise des Antikollisionslichts deutlich, zum anderen ist auch schön erkennbar, in welchen Situationen FLAM eine potenzielle Gefahr sieht und welche als ungefährlich eingestuft werden.
Momentan ist das flammaktivierte Antikollisionslicht noch ein Prototyp. Eine Serienproduktion steht jedoch kurz bevor.